Hallo und willkommen zum Ingame Newsflash. Diese Themen haben wir heute für euch. Erfolgreichster Start in der Geschichte der Prügelspiele. Multiversus bricht schon kurz nach der Veröffentlichung den Spielerzahlenrekord. Unfall bei Imitation von Ronaldo-Torjubel. FIFA-YouTuber Erné verliert fast sein Augenlicht. Und so viele Konsolen wie lange nicht mehr. In dieser Woche war die PlayStation 5 teilweise über Stunden erhältlich. Es war wohl der beste Start eines Fighting-Games aller Zeiten. Das neue Prügelspiel Multiversus von Warner Bros. Ist praktisch über Nacht zum Hit geworden. Bei Steam hat der Super Smash Bros. Klon sogar Giganten wie GTA 5 in bloßen Spielerzahlen überboten. Bereits am ersten Tag zockten über 140.000 Spielerinnen und Spieler das Fighting-Game gleichzeitig auf Steam. Im Spiel geht es darum, sich mit Charakteren aus verschiedensten Universen möglichst hart zu verhauen, bis sie aus der Arena fliegen. Dabei reicht die Charakterauswahl von Game of Thrones über DC Comics bis hin zu den Looney Tunes. Der starke Crossover-Charakter des Spiels scheint bei der Community extrem gut anzukommen. Multiversus ist am 26. Juli in die frei zugängliche Beta-Phase gestartet und kann seitdem kostenlos auf PlayStation, PC und Xbox gezockt werden. Der deutsche FIFA-YouTuber Erné wollte den legendären Ronaldo-Torjubel imitieren, doch der Versuch ging wortwörtlich ins Auge. Dem BVB-Content-Creator missglückte der ikonische Freudensprung. Er fiel auf sein Gesicht und verletzte sich am linken Auge. Das ist einfach so dick geworden, ich krieg mein Auge gar nicht auf. Ich hatte echt noch nie solche Schmerzen gehabt, ne? Das ist verrückt. Vor allem nach dem ersten Tag, da konnte ich das Auge ja noch öffnen, aber die Schwellung wird ja meistens immer am zweiten bis fünften Tag richtig dick. Nach wenigen Tagen entzündete sich Ernés angeschwollenes Auge, sodass er ins Krankenhaus musste. Die Ärzte befürchteten sogar zwischenzeitlich, dass er sein Augenlicht verlieren könnte. Nachdem die komplette Schwellung aufgeschnitten wurde, geht es dem YouTuber aber mittlerweile schon wieder etwas besser. Wie er auf Instagram mitteilte, kann Erné auf seinem verletzten Auge nun wieder sehen. Dennoch muss er weiterhin in Behandlung bleiben und darauf achten, dass die Entzündung nicht wieder schlimmer wird. Die Nachschubsituation rund um die PS5 hat sich inzwischen etwas entspannt. In der vergangenen Woche war die Konsole gleich bei mehreren Händlern teilweise über Stunden erhältlich. Noch vor einigen Monaten waren die Konsolendrops bereits nach wenigen Sekunden vorbei. Dennoch ist die Konsole nach wie vor heiß begehrt. Grund für den andauernden PlayStation-Engpass sei, laut Sony, vor allem ein Mangel an Halbleitern und anderen elektronischen Komponenten. Das erschwere einen Ausbau der Produktion. Falls auch ihr eine der begehrten Konsolen ergattern möchtet, ist unser PS5-Ticker auf ingame.de übrigens genau das Richtige für euch. Dort informieren wir euch immer über die aktuellsten Drops aller Händler. Vorbeischauen lohnt sich also. Das war's erstmal vom Ingame Newsflash. Wie ist eure Meinung zu den drei Themen? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch der Newsflash gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da.